So, wir sind hier auf Teneriffa im Anaga-Gebirge beim Pico de Eclés. Das ist hier eigentlich, was es sich dreht. Und da gibt es hier oben dann eine Aussichtsplattform, die wir jetzt besuchen. So, hier sieht man es. Oder auch nicht. Doch, jetzt kann man es sehen. Der erste Mal umschalten. So. Es ist sehr windig. Wir waren schon mal in diesem Gebirge, was ziemlich weit im Osten liegt. Und das Wetter war zu der Zeit vor Tagen sehr regnerisch. Heute ist es dafür stürmisch. Es ist zwar relativ warm, 21 Grad, aber dafür haben wir weitaus mehr Wind. Ja, und man sieht hier überall diese Sendemasten für Mobilfunk und Richtfunk und so weiter. Und ich habe mehrfach versucht, Drohnenflüge zu machen auf der Insel und es gab immer Bild- und Signalfehler. Ich hatte dann mit dem Hersteller, mit dem Support gesprochen und die sagten, die Hauptursache dafür sind diese Masten, die eine gewaltige Sendeleistung haben, die dann eigentlich das Signal der Drohne immer stören. Das hat dann zur Auswirkung, dass man Return to Home, also nach Hause fliegen, die Funktion nicht mehr funktionierte. Und die Drohne ist beim ersten Mal 1,5 bis 2 Kilometer in einem Dorf runtergekommen, vollkommen unkontrolliert, im Baum gelandet. Und beim zweiten Mal ist die Drohne in einem Hafengebiet, wollte sie einfach die Landung machen mitten im Wasser, was ich mit Mühe voll wieder unterbinden konnte. So, wir sind jetzt hier auf dieser Aussichtsplattform. Man muss ja vorsichtig sein mit den Treppenstufen. Ja, hier fast noch eine schönere Perspektive. Samstag. So nochmal von dieser Perspektive aus. Ja. So, dann gibt es da oben noch eine Aussichtsplattform, die wir jetzt uns ansehen. Ja, man fährt mit diesem kleinen Berggipfel herum. Das ist eine Einbahnstraße. So. Verschiedene Wanderwege gibt es hier. Also wer wandern will, der kommt hier voll auf seine Kosten. So. Sehr schöne Aussicht.
es etwas ruhiger und geschützter. So, ich mache jetzt mal eine Pause und wir melden uns dann gleich wieder.